Gut euch zu sehen, Leute, Robin hier, aka San Crusoe. Willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ich das Beat-Remake von dem Song Trapstar von Dante YN gemacht habe. Mit dieser unfassbar kranken Atmosphäre, produziert von Maxi. Viel Spaß. Ich mache diese Remakes auf diesem und auf meinem eigenen Channel, San Crusoe. Also abonniert gerne beide Kanäle, um keine Video zu verpassen. Fangen wir an mit dem Intro von dem Song. Und da haben wir diesen Synth drin. Es ist eigentlich mehr so ein Pad. Und zwar habe ich den mit Omnisphere gemacht und das ist das Preset Blast from the Past. Der klang schon ziemlich ähnlich, ich habe nur ein paar Sachen noch verändert und zwar hauptsächlich hier habe ich diesen Wavetable geändert zu Mono Poly Square und dann habe ich hier bei diesem Harmonia noch ein bisschen mit den verschiedenen Stimmen rum experimentiert, dann klang das schon ziemlich ähnlich. EQ-mäßig habe ich dann hier noch ein paar Frequenzen angehoben, ein bisschen was hier rausgenommen und einen Low-Cut gemacht. Und dann sieht man hier diesen High-Cut und der kommt erst rein, sobald die Stimme reinkommt, damit dieses Pad in den oberen Frequenzen die Stimme nicht so überlagert, beziehungsweise damit das Pad ein bisschen mehr in den Hintergrund wandert. Das ist eine sehr gute Technik, um Sachen in den Hintergrund zu stellen, einfach die Höhen ein bisschen rausnehmen. Und zwar habe ich das automatisiert. In FL Studio geht das ziemlich easy. Und zwar müsst ihr hier einfach das betätigen, was ihr automatisieren wollt. Das war jetzt in dem Fall dieser An-Aus-Knopf von dem Filter. Und dann geht ihr hier auf Add und dann Automation for Last Tweaked Parameter und dann kreiert der euch eine Automationsspur und wie ihr hier seht, ist dann hier dieser High-Cut-Filter aktiv. Außerdem habe ich hier noch zweimal den Fab-Filter Pro-Q und das hat was mit dem Bass zu tun, also dem Moog-Bass und der 808, die ich später nochmal zeige. Aber um das kurz zu demonstrieren, dieses Pad hat recht viele Tiefen, genauso wie die 808. Und damit sich das nicht beißt, habe ich hier über Sidechain diese Frequenzen abgesenkt, diese tiefen Bassfrequenzen. Das sieht dann so aus. Also immer wenn die 808 kommt, ducken sich diese Frequenzen. Und das geht beim Fabfilter Pro-Q ziemlich easy. Und zwar nehmt ihr euch einfach dann in dem Fall die 808, schickt die über Sidechain to this track, dann geht ihr zu eurem Fabfilter auf dem Pad, dann wählt ihr hier in diesen Settings unter Processing mit Rechtsklick die 808 bei Stereo Sidechain aus und dann könnt ihr hier das runterziehen und dann geht ihr auf diesen Pfeil hier und könnt dann hier External Sidechain auswählen und dann reagiert dieses Band auf euer Sidechain Signal. Sehr, 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 sehr hilfreich, weil sobald die 808 wieder weg ist, kann dieses Pad wieder die tiefen Frequenzen haben und klingt dadurch einfach voller. Ein sehr geiles Feature. Und dann habe ich hier in diesen Send-Effekten noch einen riesigen Valhalla-Reverb reingemacht. Und da schicke ich dann dieses Pad drauf und dann klingt das so richtig breit, richtig episch, richtig fett und riesig. Genau, aber gehen wir weiter in dem Remake. Und zwar kommen dann hier die Drums rein und die Drums klingen dann so. Haben wir diese Kick, die Clap ist diese hier, dann haben wir so eine Konter-Snare, und das ist diese hier, die Hi-Hat ist diese hier und die spielt folgendes Pattern. Auf die Hi-Hat habe ich auch Insert-Effekte gemacht und zwar hört man in dem Song, wie man heutzutage oft hört, dass die Hi-Hat so ein bisschen Stereo klingt. Die ist nicht komplett mittig Mono, sondern die ist ein bisschen breiter gemacht. Und das mache ich gerne mit dem Ozone Imager, weil der behält das Signal trotzdem noch so
ein bisschen mittig, aber macht es trotzdem breit. Und danach habe ich noch den Fruity Flanges drauf gemacht, weil dieser Hi-Hat so ein bisschen verwaschener klingt. Die klingt nicht so trocken, nicht so steril, sondern die ist so ein bisschen verwaschen einfach. Dann haben wir noch so eine Open Hi-Hat, das ist die hier. Und die spielt hier auf zwei verschiedenen Tönen quasi. Einmal tief, einmal hoch. Gibt eine sehr schöne Abwechslung so fürs Ohr. Und die 808, die klang am Anfang so. Das ist diese klassische kurze 808, die sehr oft benutzt wird. Da ich aber in dem Original zwar genau diese Länge und genau diese tiefen Frequenzen gehört habe, aber nicht so viele Höhen, habe ich hier mit einem EQ die Höhen ein bisschen rausgecuttet. Und die 808 spielt dieses Pattern. Und jetzt kommt ein extrem geiles Element, was ich so gefeiert habe in diesem Song. Und zwar hat Maxi da einfach in den zweiten Teil dieses Melodie-Loops so einen Vocal-Core-Loop noch reingebracht, der so nochmal richtig diese Atmosphäre fördert, diese richtig kranken Vibes gibt. Und was ich das Geile daran finde, dass es nicht so überbenutzt wird in diesem Song, sondern dass das nur so an manchen Stellen so reingeworfen wird. Und nochmal richtig diese Atmosphäre so richtig deep und dark macht. Und zwar rede ich von diesem Vocal Loop hier. Das habe ich gemacht mit Omnisphere, mit dem Preset Choir Women Ars. Das hat ziemlich gut gepasst. Und ich habe zusätzlich noch daraus gehört, dass dieses Breathing-Geräusch, dieses Luftgeräusch von dieser Lotusflut aus Omnisphere drin ist, die ich auch schon in mehreren Songs so gehört habe, die da einfach irgendwie so drüber gelayert war. Also ziemlich interessant. Und das habe ich so gemacht. Ich habe in dieser Omnisphere-Bank habe ich einfach bei diesem Multitab hier als zweites diese Lotusflut reingemacht und habe dann aber den Flötenlayer ausgeschaltet und habe dann nur noch hier diesen Breathing-Effekt. Ich zeige es mal einmal ohne diesen Breathing-Effekt. Und jetzt nochmal mit. Okay, was habe ich hier in den Inserts gemacht? Erstmal habe ich hier einen High-Cut gemacht, damit das mehr im Hintergrund mehr atmosphärisch ist. Dann habe ich diese Stimme ein bisschen mehr rausgearbeitet, indem ich hier geboostet habe. Dann habe ich mit dem Ozone Imager wieder das breiter gemacht. Dann habe ich eine Automation drin. Und zwar ist es so, dass über diesen Loop hört man immer weniger die Stimme und immer mehr diesen Breathing-Effekt. Und das habe ich so gemacht, indem ich dieses Low-Cut-Band hier automatisiert habe, sodass dann dieser Stimmenanteil hier verschwindet und nur noch diese oberen Breathing-Frequenzen drin sind. Guckt mal hier auf diesen EQ, während ich das abspiele. Und dann haben wir noch hier einen Hall, den habe ich mit Seventh Heaven gemacht, der ist ziemlich lang. Und was wir dann auch direkt hier drin haben, ist dieser Moog-Bass. Auch immer sehr wichtig, so eine richtig epische Atmosphäre zu machen. Ja, wie habe ich diesen Moog Bass gemacht? Das ist mein Favorite Moog Bass, der ist auch in Omnisphere. Das ist der Sine Moog Bass. Und hier habe ich auch mit dem Ozone Imager die oberen Frequenzen ein bisschen breiter gemacht, sodass hier die unteren Frequenzen trotzdem noch mittig bleiben. Auch dafür ist der Ozone Imager ziemlich gut geeignet. Und dann habe ich hier auch wieder den Fabfilter Pro Q und habe hier auch wieder, wie ich eben gezeigt habe, mit Sidechain die tiefen Frequenzen rausgenommen, sobald die 808 reinkommt. Also die 808 hat oberste Priorität. Und das ist immer wichtig, eure tiefen Frequenzen gut unter Kontrolle zu haben, dass sich das nicht überlagert. Das ist dann die erste Hook, direkt nach dem Intro. Und dann kommen wir hier in diesen Part. Und da fällt dann dieser Moog-Bass weg und auch diese Chorstimme. Was halt perfekt ist, um später wieder in der Hook das reinzunehmen und damit die Atmosphäre nochmal viel krasser zu machen. Also schaut immer, welche Elemente bringen euren Beat so auf die nächste Stufe und dann nehmt diese Elemente für den Part raus und bringt die dann in der Hook wieder rein. Und dann haben wir so einen kleinen
Pre-Chorus und da ändert sich halt in diesem Synthesizer-Pad einfach die Melodie so ein bisschen. Die hört sich nämlich dann so an. Und dann kommt wieder die Hook. Und hier haben wir jetzt dieses normale Synthesizer-Pad nochmal eine Oktave drüber. Das ist auch eine sehr oft benutzte Technik bei modernen Beats. Einfach eure Hauptmelodie nehmen und diese einfach eine Oktave drüber noch in die Hook legen. Das funktioniert meistens. Diese Hook hört sich dann so an. Und das ist dann im Prinzip das Grundgerüst von diesem Beat. Danach wiederholt sich eigentlich alles nochmal. Da kommt nicht mehr wirklich was Neues rein. Wie gesagt, ich bin extrem begeistert von diesem Beat. Einfach geisteskranke Atmosphäre. Und deshalb wollte ich das auch nachbauen, um zu gucken, wie das gemacht wurde, diese Atmosphäre. Ja, ich hoffe, das hat euch Inspiration gegeben für eure eigenen Songs. Ich hoffe, ihr habt was dabei gelernt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Producen. Ciao, Leute.